Hi YouTube, hier ist euer Mr. Selector 82 zum nächsten Abonnentenspiel, was endlich zustande gekommen ist. Und zwar spielen wir heute mit dem Thomas, der kommt aus Augsburg und ist 13. Hi Thomas. Hallo. Er spielt heute um Victor Valdez. Wollen wir anfangen? Ja. Augsburg, genau. Ach schon, du spielst ja mit deinem BPL-Team. Ja, wir haben ja gerade schon mal eine Halbzeit gespielt, wa? Nur leider ist mein Spiel abgekackt. Zum Glück kann ich sagen, denn ich war 1-0 hin. Ja, das hat nicht zu heißen in dem Spiel. Jetzt sehe ich voll auf Offensive. Jetzt raste ich aus im Sturm. Ist halt kacke, dass ich die Fragen, die ich dir gestellt habe, vorhin eigentlich nochmal stellen muss, da die Zuschauer ja dich kennenlernen möchten vielleicht. Du hast ja auch einen Kanal, oder? Ja. Was machst du da drauf so? Also, eigentlich wollte ich Let's Plays machen, aber bisher habe ich 2-3 Videos und ja, die sind halt nicht so gut. Ja. Und ich wollte vor kurzem Pack Opening hochladen, aber ich habe mit meinem Headset dummerweise meine Stimme so verzerrt, dass man nichts verstanden hat. Und deswegen habe ich das dann halt nicht hochladen können. Und neu ziehen kann man ja nicht. Nee. Was hast du für ein Headset? Logitech G930 oder so heißt es. Ja, ja, das ist glaube ich der Vorgänger von meinem. Hast du eigentlich gestern Deutschlandspiel angeschaut? Erste Halbzeit. Dann habe ich wie eben noch mit meiner Freundin telefoniert und es hat ein bisschen länger gedauert. Ja, dann hat sich das Spiel frei bloß ein Freundschaftsspiel weiß. Ach, scheiß drauf. Ja, ich wollte es eigentlich auch hier anschauen, aber dann doch. Ist doch ein Witz. Jawohl, Balotelli! Jetzt führt er, Alter. Balotelli! Ach, ist doch ein Witz. Also ich habe das Spiel ganz angeschaut. Was ich nicht verstehen kann, in der Zeitung und der Reporter und alle sagen immer, ja, Özil wieder super Spiel gemacht und bei Real ist er ja auch so der Spielmacher. Ah, ich fand den nicht so doll gestern. Der gehört längst raus. Und bei Gündogan steht dann Bewertung, ja, war am Anfang schwach, wurde dann immer stärker. Ich fand, der war der Beste auf dem ganzen Platz. Ja, ich finde auch, was bist du für ein Fan? Bayern München bestimmt, wa? Nee, Bayern mag ich gar nicht. FCA, aber... FCA. Sonst? Ich finde halt, dass der immer so viele Bayern-Gedöns damit drin nimmt. Oh. Oh. Ich bin ja nur, wie gesagt, Dortmund-Fan. Oh! Weg! Den Ball. Dortmund wird auch noch deutscher Meister, sage ich immer wieder. Dieses Jahr noch. Na klar. Wir wollen noch die Champions League, Mann. Ja, Champions League dann schon eher. Da sind ja auch nicht so die großen Vereine, also Barca und Real. Das ja, die haben sind ja nur so Dorfclubs. Ja, Real haben wir weggeklatscht. Man City haben wir weggeklatscht. Alles kein Problem für uns. Ich kann ja hier sagen, wo ich in der Türkei im Urlaub war, da also 2012 im Sommer, da sind wir dann auch in so einen Klamottenladen gekommen, da gab es ja Fußballtrikots und halt nur so große Vereine und deswegen nicht FCA und da habe ich mir dann direkt ein Reus-Trikot gekauft. Also so ein bisschen Dortmund-Fan bin ich auch schon, vor allem Reus. Na gut, der Lewandowski geht wohl nächste Saison. Ja. Für 30 Millionen nach Bayern. Eins. Jawohl, da ist er gerade. Wir sprechen gerade von ihm. Ja, also wenn er gelesen hat oder wenn die Leute das allgemein nicht gelesen haben, Bayern hat wohl ein Angebot an Dortmund gesendet für 30 Millionen Lewandowski nächste Saison. Und die wollten ja den Remy haben von Frankreich. Und den Neymar und den Cristiano Ronaldo, den wollten sie alle haben. Ne, den Remy, den wollte Dortmund haben, weißt du? Ach, Dortmund. Weil es war wirklich schon fest, dass da wohl ein riesen Angebot kommt. Aber der ist ja dann jetzt gewechselt zu den Bolton Wanderers, glaube ich.
Jeremy habe ich in meiner Frankreich-Mannschaft auch. Der spielt da schon sehr gut. Der ist vor allem sehr schnell. Ja, pace ich halt. Oh. Obwohl ich den Benzema auch schon gezogen habe. Und Lloris, aber da hatte ich halt noch keine Frankreich-Mannschaft. Ach so. Und Benzema will ich mir dann jetzt vielleicht wieder kaufen, weil ich habe jetzt 30.000 Münzen übrig. Und Benzema kostet auch nur 50.000. Mehr nicht, also mehr, ne? Dürft bald zusammen sein, aber was ich jetzt nicht machen will, ist 50.000 irgendwie erspielen, dann Benzema kaufen und dann wieder 100 Münzen oder so haben, sondern ich suche die ganze Zeit nach einer guten Möglichkeit, mit 10.000 Münzen oder so zu sammeln, zu traden, damit ich dann auch mal mehr Gewinn mache. Also brauchst du, weil das eigentlich nur zum Traden war? Nee, ich habe jetzt halt, wo ich die Packs gekauft habe, habe ich gezogen so ein Mittelsturm, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Und da habe ich mir gedacht, ja, kannst du ja mal behalten. Ja. Da habe ich noch Pedro gezogen und Rakitic. Der wird dann jetzt halt in meine Spanien-Mannschaft passen. Ich habe ja auch erst heute gesagt, dass ich um Valdez spielen kann, weil damals habe ich mir gedacht, ja, Valdez brauche ich jetzt nicht, ist auch nicht so viel wert. Warte ich lieber, bis ein geeigneter Spieler für mich kommt, weil ich kann ja nicht jedes Spiel gegen dich machen. Und nee, aber hat das Glück, der sich gemeldet hat, also der drum spielen wollte, der hat sich bis heute noch nicht bei mir gemeldet. Ich habe ihn damals angeschrieben. Ja, aber das läuft in letzter Zeit nur so ab und deswegen kommen halt in letzter Zeit weniger Abonnentenspiele, weißt du, weil die Leute melden sich dann halt immer, ja, ich möchte um den spielen und dann kommt nichts. Dann meldet man sich da und dann war's das. Oh, das wird. Komm, jetzt noch zur 45. Minute ein Türchen und dann werden wir da das beim Alten. Spielst du bei Ultimate Team eigentlich Saison, Online, Offline oder Pokal? Wenn ich mal Bock habe, das ist in letzter Zeit auch nicht mehr oft so, aber ich kann keine Online-Saison mehr spielen. Ist nicht mehr möglich, da ich keinen Gegner mehr bekomme. Und wenn du mal halt mal eine Online-Saison, Online-Pokal, aber dann auch bloß vielleicht mal ein, zwei Spiele in einer Woche. Also ich habe ja eigentlich Online-Saison gespielt. Und aber seit letzter Saison spiele ich nicht mehr. Das war einfach nur so. Das hat bestimmt FIFA mit Absicht gemacht. Ich spiele halt so, letztes Spiel muss ich gewinnen, dann bin ich Meister, ansonsten nicht. Ja, das wurde öfter schon im Forum bei, ja, kennen wir alle. Mhm. Und dann, man kann ja, wenn man linken Stick drückt, sieht man ja Statistik von Saison, also die Spiele. Und dann habe ich mir halt möglichst einen schlechten Gegner rausgesucht, sozusagen, damit ich dann auch sicher Meister werde. Alles klar, Gegner gefunden nach einer halben Stunde. Dann irgendwie 15. Minute oder so, 1-0. Alles klar, geht gut los. Dann auf Defensiv ein bisschen stellen, dann 2-0, 45. Dachte ich mir, ja gut, jetzt ist so gut wie durch. 70. Minute, dann so 2-1. 87. Minute, der Ball kommt so zu mir, ungefähr so. Ich hau den einfach weg, der kommt wieder zurück. Der Gegner läuft von links Richtung Strafraum. Ich drücke einfach nur Zweikampf und es gibt Elfmeter. Oh ja, Elfmeter-Situationen sind ja immer sehr, sehr, sehr fraglich und lächerlich. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich habe einen Elfmeter gegen mich bekommen, nur weil mein Torhüter einen Abschluss gemacht hat. Also. Ja, mein Torwart entscheidet sich auch ab und zu mal dazu, einfach rauszugehen, den Gegner von den Beinen zu holen. Ja, das ist nicht mehr das wahre FIFA, so wie ich es kenne. Seit wann zockst du FIFA? Also, mein erstes FIFA war 2007. Im Jahr 2008 hat mein Vater, was für 5 Euro oder so, der hat gedacht, ja, kaufst du deinem Sohn einfach mal, habe ich bekommen. Da habe ich halt noch gar nichts gekonnt. Dann mein erstes richtiges FIFA war 2009. Da habe ich dann halt, da konnte man ja noch die gegnerische Mannschaft auswählen zum Spielen. Ja, ja. Habe ich immer gemacht.
dann halt immer verloren und dann mit der Mannschaft, die ich war, gewonnen. Und halt so lange, bis ich ein Tor geschossen habe. Und dann, wo ich das erste Tor geschossen habe, habe ich dann gleich 1-0 gewonnen. Und dann halt immer besser geworden. Dann habe ich mir EM 2008 nachgekauft. Und da habe ich dann immer so gemacht, einen langen Ball, Tor kommt raus, dann habe ich versucht. Dann habe ich versucht, wenn der Tor draußen war, Tor zu schießen. Und richtig gespielt habe ich erst ab FIFA 12, wobei man es auch nicht richtig nennen kann. Weil so wie ich jetzt spiele, spiele ich erst seit 3-4 Wochen. Also okay. Da entdeckt man immer wieder neue Tricks. Ja, das ist. Und was mich auch aufregt bei meinem Controller oder bei FIFA oder so, ich drücke halt links unten, ist bei mir die Taste 7, für Spannschuss. Komm. Oh, nice, ja. Schönes Tor. Für Spannschuss, so immer an der Strafraumkante, drück dann auf Schießen, aber der schießt einfach nicht. Ah, du hast keinen Xbox-Controller dran, ne? Ne. Das habe ich ganz schnell gelernt, einen Xbox-Controller ranzubauen. Weil ich habe auch so ein Ding, ich habe von Logitech auch so einen Scheiß mit 7 und 5 und die Dinger kannst du vorher vergessen. Welchen von Logitech hast du? Den normalen, den hatte ich mal, keine Ahnung, was das für einer war. Auf jeden Fall war der. Auch ja. Ein von Logitech. Ja, konnte ich mir schon denken, weil ich das gerade gehört habe. 5, 6, 7 und Zahlen und so ein Scheiß, ja. Ja, Xbox-Controller ist schon bester und. Es gibt ja sogar manche Spiele, die gehen nur, wenn sie mit Controller gehen, mit Xbox-Controller, aber bei EM 2008 gab es halt so ein Video, ja, mit Controller geht's halt viel besser, habe ich mir das halt ein paar Mal angeschaut, halt so Tricks und Elfmeter so, und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, brauchst du auch einen Controller, wenn du so geile Sachen machen willst, und dann habe ich halt auf eBay geschaut und den billigsten oder halt den billigsten guten rausgesucht. Ja, das ist nicht immer das Beste. Boah, das zählt aber da hinten alles, du. Naja, nee, der Xbox Controller kostet gar nicht so viel. Ich glaube, 20 Euro habe ich bezahlt. Boah, das gibt's doch nicht. Ja, jetzt kommt mein Glück langsam zurück. Und mein Pech. Meine Fresse, Reus. Schaust du eigentlich in echt auch so Bundesliga und so oder denkst du ja. Nur FIFA? Nee. Also ich schaue auch immer Sportschau, weil im Radio hören, da sieht man es halt nicht. Nee, das war mal so bitter, wo ich mit meinem Freund Fußball gespielt habe. Da war halt einer dabei, der hat so mit Radio für MP3-Player mitgehört. Und da haben wir halt Mini-WM gespielt, also 1 gegen 1 zu 5 oder so. Und dann halt immer einer fliegt raus, der das ein Tor schießt. Und dann wäre ich halt rausgeflogen, wo es noch 3 waren. Und der mit dem Radio hat halt gesagt, ja, dann höre ich halt Radio, so ein bisschen wie es gerade steht. So. Ja. Und dann spielst du für mich. Dann habe ich gespielt gegen so einen anderen. Der legt halt den Ball so ein bisschen vor. Ich gehe mit meinem rechten Fuß so nach vorne und der linke bleibt halt hinten und ich mit dem rechten rolle ich so richtig über den Ball. Der linke knickt so richtig ab. Dann Knöchelbruch. Ja, passiert. Ja, ich gucke ja nicht nur Fußball. Ich habe ja hier bei mir zu Hause auch noch die ganzen Pay-TV-Sender wie ESPN, ESPN 2 und Sport 1-2. Da ich auch noch Basketball und NBA schaue und sowas. Also ich bin eigentlich schon Sportfan. Also von daher nicht nur Bundesliga. Und hast du selber mal im Verein gespielt oder so? Ja, bis ich mal... Ich hatte mal einen kleinen Unfall. Da habe ich mir mal... Hatte ich einen mehrfachen... Bruch im Schienbein, weißt du, mein ganzes Schienbein war zertrümmert und da war ich dann 2 Jahre aus dem Verkehr gezogen. Und dann hat sich das für mich nie wieder gelohnt, Fußball zu spielen. Und ja, so ähnlich ist bei mir auch.
3-1. Ja. Ja, so schnell kann es passieren halt. Uff. Von jetzt auf gleich, ja. Vollgips gehabt. Feierabend. Also bei mir nach dem Knöchelbruch war es halt so, ich habe halt seit Geburt Plattfüße und wo ich dann halt den Gips getragen habe, da wurde es dann irgendwie schlimmer oder so. Und dann musste das auch noch operiert werden und es verlief nicht so, wie es sollte. Und insgesamt war ich dann ein Jahr verletzt, musste ich dann pausieren. Und so gut habe ich dann auch nicht Fußball gespielt, dass es sich noch gelohnt hätte, nochmal anzufangen. Ja, darum. Ich guck's lieber und trinke Bier. Du darfst ja nur Fanta trinken. Tja. Ja. Oh, mein erster Sieg, mein erster Abonnentensieg, juhu. Ja, schade. Nichts mit Valdez, wa? Ja. Man kann halt nicht bei einem Glück haben. Nee, aber vielleicht zieh ich mal wieder was anderes und will keiner drum spielen. Und dann, vielleicht gewinnst du ja denn mal. Ja, ich werde auf jeden Fall trainieren. Ja, das ist... Ich habe schon, nach FIFA zocke ich schon seit 94, von daher. Ist halt so. Ja, Thomas, dann danke ich dir fürs Mitmachen. Nichts zu danken. Ja, und ich werde das dann hochladen, ich werde das noch ein bisschen bearbeiten und so. Ja. Und dann sage ich mal Tschüssi Thomas und Tschüssi an YouTube. Euer Mr. Selector, ciao.